jalale sato tu jo kole kaba bashe mishkaki meng shimba nakon tu janale kap da. Petian's Spirit ist mein Magazin, ein Lächeln im Sturm. Ich mache es seit meinem 16. Lebensjahr. Würde ich auch gerne kurz interviewen. Dene de Studé, freut mich sehr. Bei Black Panther, Wakanda Forever. Hast du schon den ersten Teil gesehen und wie hat er dir gefallen? Großartig. Ich bin einfach ein großer Fan davon, Filme von Schwarzen für Schwarze zu sehen. Und da werden Geschichten erzählt, da wird eine Kraft erzählt, die natürlich auch übergreifend ist. Es ist jetzt nicht nur für Schwarze gemacht, aber es wird einfach ein ganz anderes Thema aufbereitet und deshalb bin ich sehr gespannt, was hier erzählt wird. Es ist ja eigentlich das Jahr des schwarzen Kinos. Es ist auch Woman King, die Frau, Violetta Davis, ja, hat sich auch gesehen. Ich habe Lupita Nyong'o interviewt, die hat eine Dokumentation für History Channel gemacht über afrikanische Kriegerinnen. Aber das hast du noch nicht gesehen, oder? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Das, glaube ich, läuft auch schon seit zwei Wochen. Aber History ist Pay-TV halt, ne? Ja, und so. Was erwartest du jetzt heute vom Film? Ich gehe immer ohne Erwartung ins Kino. Ich lasse mich gerne überraschen. Ich möchte wirklich im besten Sinne überrascht werden. Ich habe den Trailer gesehen. Ich kann mir jetzt noch nicht so richtig was vorstellen darunter. Ja, sie sind ja immer sehr gespickt mit ihren Geschichten und mal schauen. Ja, dann lass dich überraschen. Ja. Das gefällt dir. Ja. Ich bin auch gespannt. Was erwartest du dir von Wakanda Forever? Es ist ja eigentlich das Jahr, wo halt drei große schwarze Filme ins Kino gekommen sind. Woman King, es gibt auch eine Dokumentation mit Lupita Nyong'o, ja, afrikanische Kriegerin. Was denkst du dir heute? Was ist deine Erwartungshaltung? Ja, es ist wichtiger denn je geworden, sozusagen gewisse Themen heutzutage anzusprechen. Wir werden immer offener, immer weiter geht das Ganze und von daher, ja, es wird ein besonderer Marvel-Film werden, aber ich glaube, er wird sich auch trotzdem gut in die Reihe einreihen und von daher, es wird Spannung bleiben und natürlich viel Action. Und wäre es nicht toll, wenn mal jetzt bei guten Zeiten und schlechten Zeiten mal wieder eine schwarze Protagonistin mehr, auch mehr im Vordergrund stehen würde? Meine Rolle, Tuna, hat ja auch eine schwarze Schwester zum Beispiel. Genau. Ich finde es immer super. Ich glaube, da können wir auch unser Feld noch ein bisschen vergrößern. Aber es liegt nicht in meiner Entscheidungskraft. Aber klar, auch Asiaten immer wieder gerne, ja? Natürlich. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Statement. Schönen Tag dir. Ja. Ich habe schon gesehen, du bist voll motiviert und hast Kenntnisse. Ja. Es ist ja das Jahr eigentlich des schwarzen Films, weil es ja auch noch in Kinos vorher, also Woman King ist startet. Ich habe vorher auch noch Lupita Nyong'o, die hier mitspielt, interviewt zu einer Dokumentation über afrikanischen Kriegerinnen. Ja. Hast du die zwei anderen Filme auch schon gesehen und wie würdest du jetzt die Unterschiede vielleicht einschätzen und was erwartest du von dem heutigen Film? Ja, also ich finde es, ich habe schon vorher erwähnt, dass der Film hat einfach die Filmwelt in dem Sinne auch verändert, dass schwarze Frauen oder das Bild der Frau ganz anders dargestellt wird heutzutage im Film. Und dass man zeigt, starke Frauen, die müssen nicht nur sexy und gut aussehen. Die können muskulös sein, die können stark sein, die können was im Kopf haben, intelligent sein. Und ja, und diese Stärke ist nicht immer gleich mit Aggressivität zu vergleichen, sondern auch einfach ja, was Positives. Und ich finde, das hat man bei Woman King gesehen. Ich meine, das war ganz, ganz toll. Und ich habe da auf jeden Fall die Unterschiede oder die Gemeinsamkeiten auch gesehen zu dem ersten Black Panther-Film. Genau. Ja. Und normalerweise, manchmal sind ja Sequels nicht so stark. Glaubst du, dass heute trotzdem nochmal eins draufgesetzt wird? Auch in Erinnerung an Chadwick Boseman? Auf jeden Fall, ja, ganz klar. Also ich weiß jetzt schon ein bisschen was, aber okay, es wird toll. Ja. Emotional, sehr emotional. Ja. Ja, dann lassen wir uns beide überraschen nochmal. Ja. Du hast noch nicht alles gesehen, oder? Nee, noch nicht alles. Nee. Okay. Ja. Wir haben eben schon ein langes Interview gemacht, also müssen wir doch mal verraten, wer hat dieses Atemberaubende Kleid? Ich habe Jeremy Malouf und dann habe ich hier Jimmy Choo Tasche, Jimmy Choo Hose, Schuhe, ja. Und Cartier. Sieht hammermäßig aus. Dankeschön. Bis jetzt.
wahrscheinlich sehr stolz, dass du hier den Film repräsentierst, aber es ist nicht auch schade, dass nur Peter und die anderen nicht da sind? Ja, aber die sind zeitgleich jetzt in Afrika schon unterwegs und ich bin ja schon in der nächsten Produktion. Das heißt, ich muss morgen wieder arbeiten und deswegen mache ich hier natürlich, oder ich freue mich auch hier die Premiere machen zu können, ja. Fotograf, wir müssen noch ein Foto für den Thumbnail machen.